Hey, Martin hier. Und das ist die neue Top 5 der Spekulation, was jetzt als nächste Alola-Form für Pokémon Sonne und Mond anstehen könnte. Ich bin ja wirklich ziemlich überzeugt von diesen, ja, 5 Pokémon, die ich mir ausgesucht habe. Nicht nur, weil mir die Artworks gefallen. Zu Alola-Pokémon sollte ja, wie man bereits ja auch von den anderen das Ganze gewohnt ist, aus der ersten Gen sein, also Kanto-Pokémon, welche die bislang noch keine Mega-Entwicklung hatten und bislang auch noch nicht wirklich viel Nutzen im Competitive-Bereich hatten. Also sprich, man will wieder alten Pokémon, die ja doch von den Fans geliebt wurden, etwas mehr Nutzen zurückgeben. Und daher steigen wir mal in die Liste. Auf Platz 5 habe ich Yugong. Ganz einfach. Yugong ist ja eins der vielen Wasser-Pokémon aus Gen 1, die wirklich sehr viel Potenzial haben, aber es irgendwie nicht nutzen können, vor allem nicht im Competitive-Bereich. Ich meine, siehe mal Tentoxa, Starmie, Lamos, das sind alles Pokémon, die haben, oder auch Aquana, das sind alles Pokémon, die haben heute sogar noch im Competitive in sehr hohen Tiers eine Chance, also OU oder auch zumindest im Underused. Da finde ich, dass zum Beispiel Yugong wirklich sehr viel Potenzial hat, vor allem als Eiswasser. Ich würde da vielleicht sogar sagen, es wird dann Eisfee, vor allem so nach dem Aussehen von dem Artwork. Fände ich nicht schlecht. Vor allem mit etwas mehr Spezialangriffen und etwas mehr Initiative. Auf dem 4. Platz befindet sich Enteron. Enteron finde ich hier als Psycho-Unlicht ziemlich interessant. Vielleicht dann sogar auch wieder mit etwas mehr Spezialangriff, weniger Angriff, etwas weniger Verteidigung und ja, vielleicht noch so Boosts in Spezialverteidigung, Initiative. Also so ein Spread wie Miss Magius, also Traunmagil. Smogmog ist auf dem 3. Platz und ich finde Feuer-Unlicht ist schon ziemlich geil. Das letzte Mal habe ich das ein bisschen anders eingeschätzt. Wobei, der Gift-Typ, der sollte irgendwie bleiben. Und Feuergift gibt es ja bislang auch noch nicht, aber das hätte eine Vielfachschwäche gegen Boden. Aber wenn es Schwebe hätte, ja, ich glaube, Feuergift könnten wir uns alle einigen. Vielleicht dann auch mehr Spezialverteidigung. Etwas weniger Initiative, pusht einfach seine physischen Werte, danke. Auf dem 2. Platz ein Pokémon, was seit sehr langem auch meiner Meinung nach sehr viel Potenzial besitzt. Ich fanboye grundsätzlich Gen 1 Pokémon und Machomai ist Platz 2 für meine Vorschläge für die kommenden Alola-Formen, weil es hat schon vorher keine Mega-Entwicklung bekommen. Es hatte immer sehr, sehr viel Potenzial, finde ich, so wie Conkeldurr. Conkeldurr fand sich ja auch eine lange Zeit im Overused, im Competitive-Bereich. Wenn ich sein Aussehen so sehe, würde ich vielleicht so sagen, macht ein komplett neues Pokémon als Alola-Form. Senkt seinen Angriff aufs Minimalste und seinen Spezialangriff auf über 400. So eine Art Mewtwo Y, 400, 450 von mir aus. Etwas weniger nur in HP, etwas weniger Verteidigung, mehr Initiative, gibt denen dann die Offensivweste. Und wenn er dann zum Beispiel sowas wie Focus Blast, Aurasphäre kann, oder von wegen als Ability dann Kampfattacken haben die höchste Priorität, also sowas wie Fiaro oder Talonflame ja auf Englisch. Und sein Typing, ich würde fast schon sagen, Psychokampf wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber dann wäre es sowas wie Meditalis. Macht vielleicht Psychokampf, ja, ich glaube, das ist meine beste Entscheidung. In den 1. Platz liegt natürlich Nidoking. Ich finde, Nidoking hat ebenfalls, um mich nochmal zum 5. Mal zu wiederholen, fast schon wirklich viel Potenzial. Ich mochte schon immer irgendwie in gewisser Hinsicht Boden-Pokémon, aber wie wäre es, wenn wir den Unlicht-Stahl geben? Ich finde das Artwork geil. Ich würde mir aber wünschen, dass das dann immer blau aussehen würde, also so wie die Shiny-Version. Und eine Shiny-Version wäre so, keine Ahnung, rötlich oder so. Wäre richtig cool, finde ich. Wie gesagt, Stahl-Unlicht, noch mehr Angriff, etwas mehr tanky und Spezialangriff aufs Minimum reduzieren, sodass man sich wirklich auf eine Sache konzentrieren kann. Und wie ich finde, wäre dann Nidoking echt Boss.